Ja, Apo-Red und Leon Marcherie. Mon-Cherie, genau. Ja, ihr müsst mal, ihr wart nie bei der Bundeswehr, ne? Ihr müsst mal eine Nacht darüber schlafen, ob ihr wirklich das abzieht bei Ikea oder McDonalds oder Cinemax. Jetzt habt ihr Strafanzeigen. Ich muss aber auch an die Behörden sagen, nicht gleich immer anzuzeigen. Also schlaf mal alle eine Nacht drüber und dann werdet ihr sehen, es wird ganz anders werden. Ne? Die Welt würde ganz anders werden, wenn jeder mal eine Nacht schlafen würde über seine Dinge, die er macht und etc. Leon, du warst so ein Nichts. Leon war hier im Studio bei mir. Ich habe ihm Kaffee gemacht. Ich habe ihm Nudeln gemacht, wie du siehst. Lecker Nudeln, Leon. Das ist mal was anderes als dein Dürüm. Kalter Dürüm beim Ikea, weiß nicht. Vielleicht schmeckt es, vielleicht auch nicht. Ich habe selber mal Dürüm gegessen, aber ich esse gerne auch mal deutsche Hausmannskost, hier Frikadellennudeln etc. Gut, das wäre dann wieder italienisch. Ich sehe mich dann eher als Italiener, weil ich liebe Italien. Und von daher, also bitte, also wenn ihr jetzt irgendwo in einem U-Bahn-Waggon einbrechen solltet und dort schlafen solltet mit den Ratten zusammen, ich bin gerne dabei und filme das, aber ganz ehrlich, denk doch einmal noch, schlaft eine Nacht drüber. Und Leon, du warst so ein Nichts, du warst bei mir im Studio, ich habe dich nett bewertet, da warst du ein gar nichts. Ich habe dich praktisch von der Straße aufgelesen und du hast mich tausendmal angerufen, ob du hier rappen darfst, ob wir was aufnehmen etc. Jetzt bist du ein großer YouTube-Star, ich sag mal in Anführungsstrichen, weil für mich bist du immer noch der kleine Nichts von damals, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil du antwortest auf deine Sachen nicht und du bist abgehoben, du bist da ganz oben jetzt. Wenn du wirklich Eier hast, dann melde dich bei mir, dann machen wir ein Video zusammen. Aber diese Eier hast du eben nicht mehr, weil du schon da ganz oben abgehoben bist. In diesem Sinne, ich fand die Aktion ganz lustig. Ich habe mich auch mal bei Ikea aufs Bett geschmissen, aber nach der Zeit ist die Zeit vorbei. Also nicht mehr übernachten.